Boski, was geht, Jeremy hier, welcome back, Boys, zu Tag. Ich hab's absolut vergessen, welchen Tag wir haben, Digga. Ungelogen, keine Ahnung, ihr seht's, aber wir sind hier nicht in dem Gym, wo wir sonst sind, denn für alle, die das andere Video gesehen haben, wir sind ausgezogen, wir sind umgezogen, was auch immer, auf jeden Fall sind wir hier nicht in irgendeinem random Billo Gym, sondern ich habe noch nicht alles gesehen, aber das, was ich gesehen habe, hat mir bis jetzt ultimativ gut gefallen. Ist ein Oldschool-Gym, sieht richtig verfickt nochmal geil aus. Ich habe behindert Bock aufs Training und vor allem, wir haben jetzt als Pre-Workout sogar einiges an Kohlenhydraten uns reingezogen. Mit einiges meine ich, Digga, wenn meine App funktionieren würde, nee, funktioniert nicht, perfekt, sind ungefähr um die roundabout so 70 Gramm Kohlenhydrate, was extrem viel ist für die Kalorien, die wir im Moment in der Prep haben. Aber jetzt gibt's Crank Pump Pro als Pre-Workout. By the way, das beste Non-Steam-Pre-Workout, was ihr euch holen könnt. Mit Coach Jeremy kriegt ihr auf 10% Rabatt. Falls ihr einen geilen Pump haben wollt, Crank Pump Pro, the way to go. Das reimt sich und ich reime mich, weil ich bin cool. Genug Cringe für heute. Wir ballern uns den Scheiß jetzt einfach und dann hauen wir rein. Heute steht nämlich sogar Brust an, also es ist alles richtig geil. Der einzige Scheiß ist hier von da, wo ich wohne. Bis hierher muss ich zuerst mit einem Zug 8 Minuten oder so fahren. Das hört sich ja okay an. Also ich muss erst 10 Minuten zum Zug laufen, 8 Minuten zum Zug, okay. Aber dann darf ich nochmal 40 Minuten herlaufen, weil hier fährt kein Zug, kein Tram, kein Bus, nichts, nicht mal Ubers. Hier, die existieren hier einfach nicht. Und ein Taxi habe ich angerufen, die haben gesagt, ja, eine Fahrt, Digga, 80 Euro. Bruder, wollt ihr mich für eine 4 Minuten Taxifahrt, 80 Euro, Digga. Das zahle ich nicht, ich bin 40 Minuten hierher gelaufen. In der Prep gar nicht so schlimm. Wir haben extra Steps drin, wir haben viel zu viele Steps drin. Mir tun meine Beine weh, aber das ist egal, weil wir trainieren heute eher E-Brust. Crank Pump Pro, Wicked Dry Scoot. Alter, das Ding riecht so gut. Ich muss mal wieder hier einfach einen Crank Pump Pro trinken und nicht nur Dry Scoot. Es muss mal wieder sein. Es ist schon Ewigkeiten her, ich würde sagen ein halbes Jahr oder so, wo ich das letzte Mal irgendeinen Booster getrunken habe. Starke Dry Scooped, aber heute ist der Tag, weil Blackberry ist so ein unglaublich geiler Geschmack. Allein wenn ich das rieche, will ich es einfach trinken. Und ja, das heißt, in den Shaker rein. Ich bin ein intelligenter, sehr intelligenter Mensch. Darum habe ich meinen Shaker zu Hause vergessen und habe mir hier von dem Gym einen neuen Shaker gekauft. RIP an meine 5,50 Euro. Aber ja, was soll's. Hauptsache, wir haben einen Shaker, wir können unseren Pre-Workout-Shake. Ja, ich halte meine Fresse, wir trinken einfach. Alter, es schmeckt wirklich so geil, ne? Ja, man muss fairerweise zugeben, in der Prep, weil halt so wenig Kohlenhydrate, Kalorien allgemein, schmeckt eigentlich irgendwie alles geil. Ich habe vorher als Meal irgendwie gemixt Karotten, Tomaten, Apfel, Mango, dann noch irgendwie, keine Ahnung, was habe ich noch, Himbeeren und noch Grövetten oder so, also Garnelen. Es war bodenlose Kombo, hat aber irgendwie richtig geil geschmeckt. Das Ganze habe ich gesalzen. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht bei einem Apfel, aber es hat auf jeden Fall geil geschmeckt. Es schmeckt irgendwie alles geil, aber das ist gerade so eine. Wisst ihr, wenn man sich sowas gönnt und so richtig geil ist? So ist das. Also, Digga, guckt euch das an, was wir hier für verfickt nochmal krasse Maschinen haben. Hier Cybex, alles, das sind alles Brustmaschinen. Ne? Dann haben wir, ich kann mich nicht mal entscheiden, Leute, für welche Brustmaschine wir machen. Wir haben hier nochmal eine von Panatta, die ist richtig crazy, das ist eine D-Client, Alter. Und hier natürlich noch die normale Hammer Strength, dann noch Bank drücken, ganz simpel, ganz basic. Dann haben wir noch so eine Flat Bench, also es ist wirklich richtig geil, die Maschine, die wir haben. Hier, guckt hier, das ist auch noch eine sehr geile Maschine. Dann haben wir hier nochmal von Flex diese Bankdrückmaschine und was ich hier gerade sehe ist, guckt euch an, wie, Digga, ist alleine Brust ist so viel, ich konzentriere mich jetzt mal zuerst mal nur auf Brust und nicht mehr auf die anderen Sachen, haben wir hier auch noch die von Gym 80 und die ist richtig geil, das sind so richtig diese Oldschool Maschinen, die richtig wild sind, Alter, meine Fresse, die Scheiße ist wild. Was haben wir denn sonst noch für Optionen? Hier hinten ist Rücken, okay, das ist gut. Das gucken wir uns dann morgen an. Heute konzentrieren wir uns auf Brust. Boah, Alter, die Maschinen sind so geil. Ich kann mir, ich kann,
Ich kann mich ungelogen nicht entscheiden, was für eine Maschine wir jetzt machen. Alter, ist crazy. Low key. Wir brauchen aber jetzt zuerst mal eine Incline-Maschine. Alter, ja, Mann, eine richtig geile Side-Delt für die seitlichen Schultern. Wir hatten ja gar nichts. Und das Ding ist geisteskrank. Dieser Kabelturm Gym 80. Ist einfach nur crazy. Ich würde sagen, wir probieren mal die Flex Fitness aus, die hier drüben steht. Okay, so hier sind wir. Das ist die erste Maschine, die wir mal aus... Digga, ich bin so dumm, das ist eine fucking Schulterpressmaschine. Bruder, bin ich unfähig, ab und zu ehrlich. Wir machen die Cybex daneben. Das ist zwar keine für die obere Brust, aber ich kenne die und die ist geisteskrank. Weil ihr seht, die kann man so konvergieren. Alter. Ich kann mir gar nicht vorstellen, diese Muskelkontraktion ist so geil. Ich bin richtig, richtig gehypt auf das Training jetzt gerade. Ich habe richtig Bock. Kennt ihr das, wenn man so richtig, richtig Bock auf ein Training hat? So richtig. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so Bock auf ein Training hatte, weil jetzt war ja gerade noch ein bisschen so diese Reise, ein paar Sachen sind passiert. Ihr habt es vielleicht mitgekriegt, schon auf Insta, was da passiert ist. Ich hatte einen Autounfall, der nicht so geil war, aber ich unglaublich Glück hatte, dass ich das Ding überlebt habe. Also wirklich, da bin ich Gott unglaublich dankbar für alle, die ich das jetzt gespoilert habe und einfach so rausgedroppt habe. Tut mir leid, aber das war ein Erlebnis für sich. Aber jetzt das erste Training auch danach, ey, ich habe so ein Kribbel in den Händen und das ist nicht wegen einem Booster. Booster ist nur ein Pump-Booster. Das ist einfach, weil ich bin so gehypt, ich habe so Bock da drauf. Aber das ist eine Flat-Maschine. Was so viel heißt, wie wir müssen uns eine Incline suchen irgendwo. Es hat so viele, ich weiß nicht welche, wir machen jetzt. Also wir haben hier eine Maschine gefunden, die ist sogar auch Inclined. Wir brauchen eine Incline-Maschine, aber die Cybex von davor, Alter, wir müssen diese Maschine einfach machen, die ist so geisteskrank. Nur dieser Satz ohne wirklich Gewicht, das boah, ist so krass in den Muskeln. Man, es kommt halt wirklich so drauf an, was für Maschinen man hat. Natürlich, man kann auch mit schlechten Maschinen gut Muskeln aufbauen, aber man kann halt mit gewissen Maschinen dann doch besser Muskeln aufbauen. Also es macht einfach tausendmal mehr Spaß mit geilen Maschinen. Hier ist aber eine Plate Load, das heißt, wir müssen Platten drauf machen. Wir machen direkt eine 20er drauf. Oder ist das wieder überschätzt mein Ego, dass es für Aufwärmen zu viel ist? Boah. Wir machen zuerst, wir machen eine 15er drauf. Alter, das hat sich schon mal richtig geil angefühlt. Egal, ich halte meine Fresse und wir ballern, Alter. Okay. Alter, 7 Reps. Boah, das war gut. Das ist so ein Satz, machen wir gleich nochmal. Geil. Boah. Okay.
Alter, also eigentlich wäre diese Übung hier als erste Übung gekommen, aber ich hab's vergessen, das wird eigentlich zuerst mit Schultern und dann erst mit Brust rein starten. Digga, dickes L an mich, aber bitte sagt das meinem Coach nicht, denn ich habe keinen Bock auf Ärger, meine lieben Freunde. Aber, naja, die Maschine ist geil. Endlich eine Seithebenmaschine. Ich habe das so vermisst, eine Seithebenmaschine zu haben. Ihr glaubt mir das nicht. Seithebenmaschinen sind so geil. Aber was wir hier machen, das ist Gewicht senken und mehr auf die Form konzentrieren, damit wir eine längere Time and Attention haben, durch mehr Reps. Und aber auch, dass wir halt immer mehr Fokus auf die Ausführung legen können. Was ihr gesehen habt, ist, dass wir Partials gemacht haben nach dem Arbeitssatz. Wir haben es jetzt mit einem leichten Gewicht alles rausgeholt, was wir rausgeholt haben können. Volle, schöne, ganze Reps. Alter, jetzt tut das schon weh, wenn ich einfach nur meine Arme hebe. Aber, da wir da durch waren, wo nicht mehr gegangen ist, muss ich sagen, haben wir noch die Partials gemacht. Also den ersten Drittel der Übung, weil die Schulter im ersten Teil viel stärker ist als im letzten Teil. Und wenn wir die Schulter wirklich komplett auseinandernehmen, wirklich alles aus der Schulter rausholen, was wir aus der Schulter rausholen können, machen wir am Schluss noch Partials, wenn wir die Schulter einfach komplett aus dem Leben raushauen, so komplett ficken. Leute, ich habe mich jung entschieden, wir machen doch nicht die Cybex-Maschine, wir machen die Panatta hier, weil wir eine die kleine Übung auf dem Plan stehen haben und die Cybex ist eine Flat. Und wir die Kleinen brauchen und wir eh am nächsten Chest Day eine Flat-Übung drin haben und wir dann die Cybex machen können und so rum einfach so mehr Sinn macht und diese Maschine einfach unglaublich geil ist. Also ja, ich habe jetzt natürlich das Ding schon ein bisschen ausprobiert, ohne Gewicht. Wir machen jetzt hier noch eine Platte drauf und ich habe keine Ahnung, wie viel Gewicht wir bewegen. Es können 10 Kilo, es können 30 Kilo, 40 Kilo pro Seite sein, ich habe keine Ahnung. Junge, glaub mir das nicht. Alter, ist das geisteskrank. Das ist wirklich so crazy. Alter, ich habe meine Brust. Boah. Das ist so ein crazy Gefühl. Diese Kontraktion ist einfach nur von einer anderen Welt. Meine Fresse, ist das krass. Mega. Aber ein bisschen mehr Gewicht machen wir drauf, nicht viel. Academy, oder? Ja, genau. Für die sozialen Medien, oder? Also da wurden wir an dieser Stelle mal kurz unterbrochen, aber das ist egal, das ist sympathisch, korrekt auf jeden Fall. Ja, wir machen mehr Gewicht drauf, aber auf jeden Fall nicht viel mehr, da wir es nicht übertreiben wollen und da, wie gesagt, ist peinlich, wenn man dann ja so, ey, erste Tage im neuen Gym und so, ey, ich krieg nicht mehr hoch, kann mir bitte jemand helfen, da können wir heute drauf verzichten. Ich bin ehrlich, darum, wir haben jetzt hier 10 Kilo pro Seite drauf, machen wir glaube ich nochmal 10 Kilo drauf und dann passt das. Okay, Arbeitssatz Nummer 1. Let's go. Ugh!
Ey, das war gut. Und unglaublich schwer. Junge, 20 Kilo pro Seite. Das hat sich locker. 38 pro Seite. Nee, das ist sogar noch die kleine Seite. Ja, das waren 40, 45 Kilo. So hat sich das angefühlt. Ungelogen im Vergleich jetzt zu irgendwelchen Kurzhanteln und mit Langhantel. Alter, wie. Ja, irgend so 90 Kilo. Und das sind einfach nur 20 pro Seite. Das ist geisteskrank. Und das ist der Grund, wieso ich persönlich für mich bei neuen Übungen lieber mal ein bisschen zu wenig Gewicht benutze, wieder, oh scheiße, ich kriege nichts mehr hoch, oh fuck, weil höher gehen geht immer, aber Satz 2, boah, ist wirklich richtig geil. Panata, ich hab die gar nicht so auf dem Schirm gehabt, aber die dickes Rip geht raus an meinen Akku, Alter, what the fuck. Auf jeden Fall, ich weiß nicht genau, wie viel ihr noch gehört habt, ich habe gesagt, Panata Maschinen geil, die Dinger sind sogar handgemacht, ist crazy. Aber ja, Satz 2. Und es ist irgendwie schon fast schade, dass wir hier nur 2 Sätze haben, auch wenn ich ein Fan bin von sehr wenig Volumen und somit auch tiefe Sätze, also Rap-Range auch eher tief, aber Sätze, also eher nur pro Übung 2 Sätze, lieber statt 3, 4, was immer. Ja, bin ich ein sehr großer Fan von. Aber hier wäre halt gerade so. Ich hätte auch noch Bock auf den dritten, die Maschine ist so geil. Ja! Ja! Das war so geplant, dass das Gewicht nicht mehr hochgeht. Das ist eine taktische muskuläre Struktur. Ja, ich glaube nur Scheiße, das war nicht geplant. Ich wollte die Scheiße hochdrücken, hat nicht mehr geklappt. Aber das ist gut, weil das heißt Muskelsagen. Muskelsagen ist, wenn man so lange trainiert, bis man nicht mehr kann, wenn man hochdrückt, wenn man noch einen Rep probiert zu machen auch, und dann eben nicht mehr klappt, dann haben wir Muskelversagen erreicht. Genau, Digga, mein Gehirn funktioniert nicht gut. Wir tun so, als hätte es jemals in meinem Leben gut funktioniert. Aber wenn ihr 5 Reps macht und dann aufhört, habt ihr potenziell Muskelsagen. Wenn dann der 16 nicht mehr gegangen wäre, aber ihr wisst es nicht mal. Wenn ihr 5 Reps macht und dann runtergeht für den 16 und dann hochdrückt und dann nicht mehr hochgeht, dann habt ihr Muskelsagen. Wenn ihr aber die 5 Reps gemacht habt, aber potenziell noch ein 16 gegangen wäre, dann habt ihr gar nicht an Muskelsagen trainiert. Und das ist das Ding. Darum müsst ihr wirklich, vor allem als Anfänger, immer so, nicht immer, aber sehr oft so trainieren, dass ihr einfach hochdrückt und probiert, dass es nicht mehr geht. Im besten Fall nicht bei Übungen wie Bankdrücken, wo ihr dann sterbt dann, aber bei irgendwelchen Maschinenübungen geht das gut. Und irgendwann lernt ihr euren Körper dann auch kennen. Ich habe eigentlich gewusst, ich kriege das nicht mehr hoch, aber ich habe trotzdem probiert, einfach um mir selber nochmal zu zeigen, hey, das ist meine Grenze. Ich probiere darüber hinaus zu gehen. Ja, geklappt hat es nicht. Blöd. Weiter geht's mit Fleiß. Wir machen hier mal diese Variante von Fleiß. Einfach um das Ganze mal auszutesten, mal schauen, wie das ist. Ich habe die noch nie gemacht, also ich habe die mal ausprobiert in irgendeinem Gym, aber ich habe die noch nie als wirkliche Übung gemacht. Daher bin ich gespannt, ob das jetzt gut sein wird oder eher nicht. Aber ich habe das Gefühl, es ist geil. Okay, Alter, das war nicht schlecht. Ich muss die Übung auf jeden Fall noch üben, so wie es bei jeder Übung ist, die man neu macht. So, keiner geht an eine neue Übung ran und so, oh Alter, ich mach die direkt perfekt. So, das ist eine Übung, aber
sich gut angefühlt. Habe ich das Gefühl, ist geil. Und der Pump ist auf jeden Fall auch da. Ich würde sagen, ich freue mich. Ich freue mich auf den Pump-Check, den wir nachher gleich. Den Pump, den wir nachher gleich auschecken. Aber dafür müssen wir jetzt hier noch einen Satz machen. Dann haben wir nochmal Schultern und dann noch Trizeps. Aber dann geht es zum Pump-Check. Oder? Es geht noch ein bisschen. Aber ich habe schon Bock drauf. Ist jetzt schon geil. Leute, schaut mal, was wir hier haben. Eine fucking V-Station. Ihr glaubt mir nicht, wie ich dieses Ding vermisst habe. Das ist so geil. Jetzt können wir einfach hier unsere Lateral Raises bilateral machen und nicht mehr unilateral, sondern beide Seiten gleichzeitig. Und das machen wir auch jetzt gleich. Also, Digga, komplett. Alles klar, wir komplett geschissen. Jetzt wird geballert. Okay, durch. Aber was hier wichtig ist, ist, wir merken uns, der rechte Arm war jetzt oben. Das heißt, bei der nächsten ist der rechte Arm unten, damit wir das wie ausgleichen und nicht einen Disbalance aufbauen. Dieser Punkt muss ich kurz sagen, dass ich mir merke, gerade rechts bei mir war jetzt oben, also ist bei der nächsten links oben. Okay, Alter, ihr seht, wie geil diese Übung ist. Ich glaube, man sieht hier auch die Shoulder Striations von mir schon ein bisschen, Alter. Alter, ich liebe Shoulder Striations. Das ist wirklich so geil, Alter, unglaublich. Ey, wirklich, ich bin verliebt in das Gym. Ich bin, also, wir hoffen jetzt mal, dass das Gym weiblich ist und nicht männlich, weil sonst wäre das natürlich auch vollkommen okay. Wir haben 2024 und ich bin politisch korrekt und will nicht gecancelt werden ausnahmsweise. Aber ich persönlich habe Präferenzen, die nicht dem gleichen Geschlecht entsprechen. Aber Digga, was laber ich hier überhaupt für Scheiß? Ich bin übermüdet. Wir haben jetzt schon wieder irgendwie 10 oder so, weil ich hier in dem Gym so lange drin bin. Es ist aber geil. Es ist aber wirklich geil. Aber hier bei dieser Ding, Cable Race, ist eine Übung, die ich eigentlich jedem ans Herz legen würde. Einfach weil wir hier sowas Geiles haben. Wir haben eine konstante Time and Attention. Das haben wir bei Kurzhandel, haben wir das einfach nicht. Es geht einfach nicht. Und sie ist immer gleich stark und es ist wirklich unglaublich gut für die Schultern. Also was, wenn ihr mich nach meinem Nummer 1 Tipp für eure Schultern fragen würdet, würde ich sagen, Cable Raises könnt ihr unilateral machen, also einarmig, dann drehen, andere Seite. Oder halt bilateral, so wie wir es jetzt gemacht haben. Und dann müsst ihr das mit dem abwechseln. Rechts war davor oben, jetzt ist links oben. Ugh.
Okay. Ey, okay. Geil, Alter. Geil. Weiter geht's jetzt mit Trizeps, Mizeps und Dicker. Ich habe hier jetzt auch schon wieder so geile Maschinen gesehen. Wir gucken uns um, aber ich habe eine gesehen. Das ist eine Panata. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist sie richtig krass, dass man legt sich so rein und dann drückt man hier so ein Ding und der. Also ihr seht es jetzt in 3, 2, 1. Tada! Ne, also das ist die Maschine, die ich gemeint habe. Richtig crazy. Ich habe mich jetzt hier schon aufgewärmt. Jetzt machen wir mal den Satz. Und ist halt einfach geil. Es ist halt einfach, man merkt, die Maschinen sind gemacht von Leuten, die selber auch trainieren, die selber wissen, was sie wollen, die selber auch Bodybuilder sind und nicht, dass die Maschine macht, damit sie cool aussieht oder damit sie fancy ist oder damit irgendwas, irgendwelche Scheiße. Nee, ist aber dafür gemacht, dass sie geil ist, damit sie Bodybuilder gut ist. Und wir sind fucking Bodybuilder. Also, let's go. Nee, da geht nichts mehr. Alter, oh, aber das war gut. Okay, weiter geht's. Und ihr seht sie jetzt schon? Ich glaube, man sieht sie. Gym 80. Extension. Let's go. Mein Gehirn ist übermüdet, Digga, Jungs. Ich bin seit irgendwie 3,5 Stunden hier im Gym. Ich habe Hunger, ich habe Durst, ich habe tief in die Kuh etc. Also erwartet, ja. Ja, ich sag nichts mehr. Come on. Okay. Geschafft, Alter, let's go. Das war gut, die Maschine. Ich habe schon mal an so einer ähnlichen, weil in McFitz haben die neuere Variante von denen, das ist noch die Oldschool. Die ist ein bisschen kürzer von wenigen, also die fühlen sich ein bisschen anders an. Und ich bin noch ein bisschen zwiegespalten, welche ich besser finde. An die andere bin ich halt gewohnt, beziehungsweise habe ich schon irgendwie 10, 20 Mal gemacht. Das heißt, die kann ich schon. Die fühlt sich aber irgendwie geil an. Also ich bin mir noch nicht sicher, welche ich lieber habe. Und ich tendiere zu der. Okay, geschafft, Alter, bist du durch. Jetzt geht's ans Posing. Der Moment, auf den wir alle gewartet haben. Posing. Let's go. Also ich freue mich wirklich schon darauf. Bin gespannt, wie wir aussehen. Ein gutes Licht habe ich jetzt hier noch nicht gefunden. Wir müssen uns ein bisschen replacen. Also neu positionieren, nicht ersetzen. Ziemlich gut. Das gefällt mir aber auch nicht so krass irgendwie. Wir gucken mal, ob wir etwas anderes finden. Also hier ist richtig geil. Alter, let's
Go. Okay. Homecheck, Posing, was auch immer. Wie auch immer ihr es nennen wollt. Wir machen es jetzt. Let's go. Also, ziehen uns aus. Alter, ich bin nicht ganz. Ey, Digga, vielleicht soll ich das Mikrofon nicht wegwerfen, ich Idiot, Alter. Ich bin euch ganz ehrlich, das sieht schon heavy geil aus. Also, das war gerade mies weird, das Wort. Aber es sieht schon. Ich kann mir der Cam nicht näher ranzoomen, der Spiegel ist so weit weg. Aber. Die Form ist auf jeden Fall brutal. Ist geil. Ihr merkt schon leider, dass der Brustpump schon ziemlich weg ist. Das ist ein bisschen schade. Aber dafür ist der Trizepspump auf jeden Fall massiv da. Und der Schulterpump ist leider auch schon ein bisschen am Verschwinden. Boah, aber die Form allgemein zieht schon auf jeden Fall an, Alter. Das ist geil. Jetzt wird sich hier gleich noch einen lecker Schmecker Protein Shake gemacht, um die Gains zu safen. Und by the way, ab Mittwoch 18 Uhr, also ich glaube, wenn das Video online ist, vielleicht kommt 17 Uhr, vielleicht kommt 18 Uhr, keine Ahnung, auf jeden Fall ab Mittwoch 18 Uhr, gibt es mit dem Code Jeremy 20% auf alle Proteins. Das ist richtig, richtig geil. Würde ich euch empfehlen mitzunehmen, weil ohne Proteins keine Muskeln. Ihr wisst's. Und mit dem Code Jeremy supportet ihr mich auch maximal in diese Videos. Also Kuss geht raus. Aber das war's von mir. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Jetzt gibt's noch einen Let's Spread und einen Doppelbizeps. Macht zwar keinen Sinn, weil wir haben nur Vorderseite trainiert, aber ist eigentlich scheißegal. Und mit diesem Pack Bounce bin ich raus. Peace out.